Heute gibt es für euch Outfit-Inspiration für den diesjährigen Winter. Von ganz schick bis ganz hip. Es ist für jeden was dabei. Legen wir los. Wie stylt man eigentlich einen Anzug im Winter? Die Antwort zeige ich euch jetzt und zwar genauso. Hier habe ich einen dunkelblauen Anzug kombiniert und zwar mit Leder-Chelsea-Boots an den Füßen in Braun und alles relativ Ton in Ton, alles in dunkelblau mit Rollkragen und darüber dann einen Mantel ebenfalls in Blau. Und um das Ganze nicht ganz so eintönig aussehen zu lassen, habe ich bei dem Outfit einfach nochmal hier mit dem Accessoire gearbeitet und zwar mit dem Schal, damit das Ganze einfach ein wenig Esprit bekommt. Um das Ganze nochmal runterzubrechen, ich habe hier das Hemd getauscht gegen einen Rollkragen, die Schuhe habe ich getauscht gegen Stiefel und habe hier und da nochmal mit Accessoires gearbeitet, wie zum Beispiel mit dem Schal. By the way, Leute, alle Outfits habe ich euch selbstverständlich auch unten in der Infobox verlinkt, also falls ihr etwas nachkaufen möchtet aus dem Video, schaut einfach unten in die Box. Und falls ihr grundsätzlich noch weitere Informationen haben möchtet zum Thema Outfits und Styling, checkt mal den Man Style Guide aus, der gibt euch die Guidelines mit an die Hand, damit ihr genau wisst, wie ihr euch zu kleiden habt. Mit dem Gutscheincode DanielKorte20 bekommt ihr 20% Rabatt auf dieses E-Book und das ist ebenfalls, genauso wie die Outfits, unten in der Box verlinkt. Weiter geht's mit dem nächsten Outfit. Das ist einfach nur eine Abwandlung von dem vorherigen Outfit, nur etwas sportlicher und chilliger gestylt und zwar ein Casual-Chic-Outfit. Unten an den Füßen trage ich weiße Ledersneaker und ja, wenn man es erkennen kann, hier habe ich nochmal mit Accessoires gearbeitet und zwar mit passenden Socken. Darüber dann eine Wollhose in Grau, die einfach ein bisschen dicker ist, perfekt für den Winter. Und oberhalb trage ich einen dunkelblauen Cardigan als auch ein Hemd und darüber dann nochmal den Mantel, passend gestylt mit einem grauen Kaschmirschal. Der Businessman hat hin und wieder auch mal Freizeit und jetzt geht einfach etwas entspannter weiter und zwar mit diesem Look hier. An den Füßen trage ich dunkelbraune Schnürstiefel und darüber jetzt mal ein bisschen was anderes. Ich bekomme da immer so leichte Flashbacks, wenn ich diesen Stoff sehe und zwar mit einer Korthose. Ich muss da irgendwie mal an meinen Opa denken, aber Leute, wenn man unterschiedliche Materialien miteinander kombiniert, kann das echt richtig nice aussehen, wie zum Beispiel auch hier. Oberhalb trage ich eine Wolljacke in hellblau, die auch passend ist zu der Hose und darunter ein Rundhalspullover aus Kaschmir. Dazu noch ein Schal gestylt, Leute, und ich muss ehrlich gestehen, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan von Korthosen bin, finde ich diesen Look echt sehr nice. Der nächste Look wird noch entspannter und wir bringen auch noch ein bisschen Farben mit ins Spiel, was für den Winter eigentlich auch ganz nice ist und hier und da auch mal vorkommen sollte. An den Füßen trage ich weiße Ledersneaker von New Balance mit einer etwas dickeren Sohle. Finde ich ganz cool. Gerade für den Winter ist es auch ganz nice, wenn man eine etwas dickere Sohle hat. Darüber trage ich dann eine ganz normale Jeans und über der Jeans trage ich dann hier diesen Turtleneck in Grau, der auch für den Winter super warm hält. Und jetzt bringen wir an dieser Stelle ein bisschen Farbe ins Spiel und zwar mit der Puffer Jacket von Nike, die tatsächlich auch, hätte ich nicht gedacht, aber wirklich sehr hochwertig wirkt. Gepaart wurde das Outfit dann nochmal mit Accessoires, an dieser Stelle mit einer Wollmütze und mit einem Schal. Machen weiter mit dem Look, der in keinem meiner Videos fehlt, und zwar der All-Black-Look. In diesem Fall jetzt so ein All-Black-Look, Berlin-Mitte-Style, der einfach so ein bisschen boxiger ist. An den Füßen trage ich hier an dieser Stelle meine Docs und da gebe ich euch nochmal einen Pro-Tipp an dieser Stelle. Ihr könnt solche Felleinlagen in die Docs reinpacken, dann sind die nicht nur bequemer, sondern halten auch im Winter extrem warm. Dazu trage ich eine Cargo-Hose an den Seiten mit Taschen, etwas größere Taschen und darüber dann einen schwarzen Zip-Pullover. Und um das Ganze jetzt nochmal so richtig boxy zu machen, kommt darüber eine schwarze Puffer-Jacket, ebenfalls gepaart an dieser Stelle mit zwei Accessoires, eine schwarze Beanie und ein schwarzer Kaschmirschal. Nachfolgend nochmal alle Outfits im Überblick und schreibt wie immer gerne in die Kommentare rein, welcher Look euch persönlich am meisten zugesagt hat. Falls euch an dieser Stelle jemand einfällt, der noch auf der Suche ist nach passenden Winterlooks, teilt natürlich liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video einfach ein bisschen Inspiration liefern konnte für eure Winterlooks. Ich habe mir auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben, dass für jeden Geschmack was mit dabei ist. Und denkt dran, alle Outfits sowie der Men's Style Guide unten in der Infobox verlinkt.